Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Eine weitere Folge rund um das Thema Palmblatt-Bibliotheken mit Thomas Ritter und heute das langersehnte Video rund um die Kristallschädel. Sehr viele Mythen ranken sich darum, sehr viele Theorien auch. Und wir sind auch sehr gespannt, was unser Geschichtsprofessor, möchte ich ihn heute mal nennen, zu diesem Thema beizutragen hat. Erstmal herzlich willkommen in der Sendung, mein Lieber. Hallo und danke für die Einladung für diese Sendung. Ja, Kristallschädel ist ein spannendes Phänomen und das Thema hat sich sogar bis nach Hollywood geschafft. Ne? Wenn wir es mal ein paar Jahre zurückdenken, oder eigentlich über 10 Jahre sind es jetzt schon wieder, einer dieser Indiana Jones Filme, das Imperium der Kristallschädel, das Reich der Kristallschädel hieß es wohl. Und da wurde eine der beliebten Thesen dort ja bedient, dass es sich da um außerirdische Relikte handeln könnte. Möglich ist ja alles heutzutage. Mhm. Wann bist du das erste Mal da drauf gestoßen? Das war eigentlich in den 90ern durch ein Buch. Da habe ich mich jetzt nicht hauptsächlich damit beschäftigt, aber es fiel natürlich auch mit in diese Zeit rein, wo sehr viele Leute dieses Thema eben sich mit dem Thema beschäftigt haben, darüber geschrieben haben. Und da gibt es ein Buch, das ich eigentlich heute immer noch empfehle. Das nennt sich Die Tränen der Götter. Und da ist die Geschichte der Kristallschädel beschrieben. Das war sozusagen mein erster Kontakt, aber das ist dann halt einfach nur so kenntnismäßig abgelaufen. Ich habe also drüber gelesen, ich wusste, dass es das gibt. Und dann bin ich mal in Paris im Louvre gewesen, habe mir dort diesen einen Kristallschädel unter anderem mal angeschaut. Und dann 2004 in Großbritannien, in London, im Britischen Museum, da gibt es ja auch einen, der dort nicht ganz leicht zu finden ist. Ich habe gesagt, wird es gehört, inzwischen hat man ihn wohl etwas mehr präsentiert. Damals war er eigentlich in einem völlig anderen Zusammenhang in dem Museum ausgestellt. Und zwar gibt es da eine Sammlung, die auf diesen Dr. John Dee zurückgeht. John Dee war einer der mal berühmtesten Wissenschaftler zur Zeit von Elisabeth I. Und dass er selber sehr belesen war, kann man daran erkennen, dass er eine eigene Bibliothek hatte. Er hat in Oxford gelehrt, an der berühmten Universität, und seine Privatbibliothek war aber größer als die Universitätsbibliothek von Oxford. Also wenn seine Studenten nach Büchern gesucht haben, sind sie lieber zu ihrem Professor gegangen, als in die Bibliothek der Universität. Also er hatte eine größere Auswahl. Und die war also nicht nur Wissenschaftler, sondern er war auch Alchemist, er war also diesen geheimen Künsten zugetan. Und das ist wohl der Grund, warum seine Hinterlassenschaften im Britischen Museum damals zumindest in den 2000ern mit diesem Kristallschädel präsentiert wurden, obwohl das eigentlich gar nichts zu tun hatte. Man hat also den einfach nur genommen, hat ihn dort mit reingepackt, ohne große Erklärung. Es gibt nur eine schöne Legende, die soll bis heute übrigens immer noch so sein, obwohl er eben, wie gesagt, jetzt die Sammlung gewechselt hat. Wenn nachts die Putzkolonnen durch diese Räumlichkeiten des Museums gehen, dann wird eine Decke über die Vitrine mit diesem Kristallschädel geschlagen, weil die Mädels von den Putzkolonnen sich immer beschwert haben, der würde ihnen hinterher starren. Ne? Der würde ihnen halt auf den Hintern gucken. Also, ganz interessant, damit sind wir eigentlich bei dem Thema, dass ja viele der Meinung sind, dass diese Kristallschädel, zumindest die ursprünglichen, dass das ja etwas Besonderes ist, dass das nicht einfach nur eine Darstellung aus irgendeinem Quarzgestein oder einem anderen Halbedelstein ist, weil Kristallschädel bedeutet nicht, dass die alle nur aus Bergkristall sind, sondern da gibt es viele verschiedene aus verschiedenen Materialien, und Rosenquarz oder Amethyst, Obsidian, die verschiedensten Materialien, die man dazu genannt hat. Aber man hat diese ursprünglichen 52, die es da geben soll, das sollen eben keine von Hand gefertigten Kristallschädel sein, sondern das sollen sozusagen Gefäße sein für Geistwesen, die sich diese Gefäße herausgesucht hätten für ihre Reise durch Raum und Zeit. Also die seien sozusagen beseelt, da wären tatsächlich Geistwesen in diesen Schädeln, und die würden die also sozusagen als Vehikel benutzen, um durch die Zeiten und durch die Räumlichkeiten zu reisen, um auf diese Weise natürlich ihr Wissen zu teilen, aber auch um sich weiter selber fortzuentwickeln, zu beobachten und die eigenen Schlüsse zu ziehen. Also es seien, man könnte sagen, Kristallwesen, also belebte Materie, und jetzt nicht einfach nur eine Darstellung eines menschlichen Totenkopfes aus irgendeinem kristallinen Quarz oder einem anderen Mineral. Ja. Das ist also eine der Thesen, und da kann man sich natürlich streiten, kommen die jetzt aus vorangegangenen Hochkulturen. Andere sagen, es seien also bis zu 13 verschiedene außerirdische Zivilisationen gewesen, die zu unterschiedlichen
ähnlichen Zeiten und das hier gelassen haben, gibt es eine hochinteressante Website, allerdings in Englisch, die Crystal Skull Society, die kommt aus Amerika, die erforschen das in aller Breite und Tiefe, dieses ganze Thema, von denen habe ich auch sehr viel Information bekommen bei meinen eigenen Recherchen und ja, das ist mega spannend, diese unterschiedlichen Sichtweisen zu sehen. Natürlich, die außerirdische These spielt eine große Rolle. Ich würde fast sogar noch sagen, diese These, die davon ausgeht, dass es sich eigentlich um nicht nur im klassischen Sinne außerirdische, sondern eher so um interdimensionale Wesen handelt. Ne? Das spricht mich persönlich noch mehr an, also dass das Wesenheiten sind, die auch nicht diese Kristallschädel sozusagen erstmal für sich haben anfertigen lassen, sondern dass sich diese ursprünglichen 52 Kristallschädel irgendwann einmal manifestiert haben. Die waren einfach da, was man daran erkennen kann, dass es bei denen keine Bearbeitungsspuren gibt. Also bei diesen ursprünglichen 52, das ist ein gemeinsames Merkmal. Wenn man die halt mit heutigen Methoden untersucht, stellt man fest, da gibt es keine maschinellen oder auch händischen Bearbeitungsspuren vom Schleifen oder vom Polieren, sondern die sind einfach so, wie sie sind, vollkommen, haben meistens auch die Größe eines menschlichen Schädels und bestehen aber, wie gesagt, nicht nur aus Bergkristall, sondern auch aus verschiedenen anderen Mineralien. Haben unterschiedliche Qualitäten, das muss ich auch dazu sagen, dass, wenn man die Recherche so über die einzelnen Kulturen erstreckt, denn diese Kristallschädel sind zwar vorwiegend mit Mittelamerika verbunden und es gibt auch welche, die aus Südamerika kommen, aber man kann sagen, dass dieses Phänomen weltweit verbreitet ist. Also man kennt es in Asien genauso wie hier bei uns in Europa, aber eben auch in Mittel- und Südamerika. Und das war also etwas Weltweites. Und die These, der ich am ehesten zuneige, ist, dass es tatsächlich 52 ursprüngliche Schädel gegeben hat, die in Sets zu jeweils 13 Schädeln zusammengefasst gewesen sind. Und da kommen wir ja dann zum Thema, eines dieser Sets, also 13 Schädel, sollten sich ja an dem bewussten Endtag des Maya-Kalenders da im Jahr 2012 zusammenfinden. Das war ja, wenn du dich erinnerst, in den 90ern und 2000ern war das ja so eine große Geschichte, wo auch immer mehr von diesen Schädeln auftauchen. Die sind ja teilweise auch in verschiedenen Ausstellungen präsentiert worden, also einige von denen. Es gab auch private Exemplare, die also von Kristallschädelhütern da präsentiert worden sind. Der berühmteste, denke ich, ist nach wie vor der Mitchell-Hedges-Schädel, der unter sehr, ja, sagen wir mal, spannenden Umständen da in Lubantunum bei den Ausgrabungen in Belize gefunden worden ist, im heutigen Belize. Dass dann natürlich nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Davon gehe ich auch aus, aber die Geschichte, dass der Mitchell Hedges, dieser Abenteurer, dass der den hätte irgendwo in Deutschland hier bei den Steinschneidern herstellen lassen haben, um das dann sozusagen zu präsentieren. Also das ist eine These, die mir zu weit geht, die mir zu abseitig ist. Ja. Dass seine Tochter nun ausgerechnet an ihrem 18. Geburtstag dort diesen Schädel gefunden hat, ja, okay, das ist eine schöne Geschichte. Aber die hat wahrscheinlich einen anderen Hintergrund, denn Mitchell Hedges hatte mit den lokalen Behörden in Belize, in Lubantunum und mit den Engländern, die ja seine Expedition auch genehmigt hatten und teilweise auch finanziert hatten, hatte er ganz klare Abkommen. Also die Funde, die er in seiner Ausgrabungsstätte gemacht hat, da in Lubantunum, die mussten alle katalogisiert werden und dann gab es eine Kommission, die eben aus englischen Wissenschaftlern und auch Vertretern der einheimischen Gemeinden bestand und die haben dann festgelegt, wer von diesen Ausgrabungsfunden was bekam. Und der Kristallschädel war natürlich mit Abstand der spektakulärste Fund, sodass Mitchell Hedges nicht hoffen konnte, dass er im Besitz bleiben würde, wenn er denn diesen Fund bei seiner Ausgrabung macht. Und deswegen die Geschichte von seiner Tochter, die ja dann an einem ganz anderen Fleck, also bei einem Morgenspaziergang in einer verfallenen Pyramide, die also noch nicht ausgegraben wurde, die auch nicht Bestandteil der damaligen Verträge gewesen ist. Also völlig unverdächtig außerhalb des Grabungsareals hat sie ganz zufällig diesen Schädel entdeckt. Und deswegen lieber halt bei Mitchell Hedges, weil er eben nicht in den Bestand der Ausgrabung hineingerechnet werden musste. Ich denke, das war der Grund, warum er diese schöne romantische Geschichte dort erzählt hat. Aber der Schädel, den würde ich durchaus als ursprünglich einschätzen.
Denn diese Klassifikation, die man in manchen Büchern hat, wo sie dann eben von gefälschten Schädeln reden, das würde ich gar nicht mal so bezeichnen. Ich gehe davon aus, es gibt diese ursprünglichen, also die 52, die eben tatsächlich sich irgendwann mal hier manifestiert haben, ob es jetzt Vertreter einer vorzeitlichen Hochkultur waren, ob es interdimensionale waren oder ob es Außerirdische gewesen sind. Im klassischen Sinne können wir uns gerne drüber unterhalten, aber das würde ich als die ursprünglichen 52 klassifizieren. Dann gibt es die antiken Schädel, also die schon tausende Jahre oder zumindest hunderte Jahre alt sein können. Und dann die neuzeitlichen, also die irgendwann aus dem 19. oder 20. Jahrhundert stammen. Wobei das natürlich jetzt keinen unbedingt großen Unterschied darstellen muss, ob dieser Schädel hunderte Jahre alt ist oder eben gerade erst mal 10 oder 15. Wenn er entsprechend in Zeremonien energetisch aufgeladen wird und man dort Energien nutzt, die mit den Energien des Minerals, aus dem er besteht, also meinetwegen Bergkristall oder eben Amethyst oder Rosenquarz entsprechend korrespondieren, dann kann ich diesen Schädel auch zu Heilzwecken einsetzen, meinetwegen, oder zu anderen Themen, um dort meinetwegen eine Befragung herzustellen oder einen direkten Kontakt in die geistigen Welten herzustellen. Das funktioniert sicherlich mit dem modernen Schädel ähnlich gut wie mit einem, der hunderte oder tausende Jahre alt ist. Es kommt immer auf die Energien an, mit denen man arbeitet. Die ursprünglichen 52, die sind natürlich noch eine andere Kategorie. Die sollen eben weltweit verteilt sein. Es sind aus meiner Sicht auch noch nicht alle bekannt von den ursprünglichen 52. Es gibt aber genug oder es gab genug, damit die sich halt treffen konnten da an dem bewussten Endkalender oder Enddatum des Maya-Kalenders im Jahr 2012. Ja, dem bewussten Tag da im Dezember, wo dann in Mexiko dieses Ritual stattfinden sollte, was ja auch in den 90ern immer noch durch die Literatur geisterte, wer denn sich da wohl treffen würde, in welcher Maya-Stamm dort zuständig sein würde. Das kochte ja dann so gegen 2005, 2009, kochte das zum richtigen Hype hoch. Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für wichtige Informationen. Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht mit einem absoluten Spezialisten zum Thema Lebensversicherung. Und was der mir gesagt hat, das sollte auch dich interessieren. Nämlich, Lebensversicherungen haben eine Rendite von ca. minus 1,9% im Standard. Wenn du das umgehen möchtest und dieses tote Pferd absteigen möchtest, schau mal auf meiner Homepage. Dort findest du die Möglichkeit, deine Lebensversicherung zu prüfen, ob sie wirklich noch rentabel ist. Und im Idealfall erhältst du nach 18 Tagen dein Geld zurück. Glaub mir. Es lohnt sich, denn es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, dein Vermögen zu schützen. Steig ab von diesem toten Pferd. Und nun geht's weiter mit diesem Video. Interessant war es aber dann, dass so ab 2010, 2011 das Ganze immer stiller wurde. Und 2012 ist ja, wo man die große diesen großen Veränderung da am 21.12. Erwartet hat. Es ging ja hin bis zu den einschlägigen Hollywood-Film 2012, was dort nicht der Polsprung, sondern die Polverschiebung erwartet wurde mit allen möglichen Katastrophen und den ganzen Geschichten. Und am Ende, wir wissen, es ist nichts passiert. Also jedenfalls nicht im Außen. Ja. Und die das von Anfang an gesagt hatten, waren ja die Maya. Die haben gesagt, also es wird im Äußeren keine großen Veränderungen geben, sondern es enden eben nur drei von unseren Kalendern an einem konkreten Datum. Und das ist eben das Ende eines der großen Zyklen. Und dann beginnt eben was völlig Neues, eben die fünfte Sonne. Und zum Ende der vierten Sonne sollten sich eben dann diese Kristallschädel treffen am 21.12. Und dort habe ich dann auch eine Rolle mitspielen dürfen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich bin dann, weil du vorhin fragtest, wie ich zu der ganzen Geschichte gekommen bin, ich bin eigentlich so richtig in das Thema erst im Jahr 2009 hineingekommen. Und zwar durch ein Erlebnis, was ich halt in England gehabt habe, bei einer Reise, die eigentlich einen ganz anderen Anlass gehabt hat. Weil wir führen ja verschiedene Touren durch und jede unserer Reisen hat eine Geschichte. Und die Reise nach Südengland, da ist die Geschichte also die der Kornkreise und natürlich auch die ganze Legendenzyklus um König Artus und den Heiligen Gral. Kornkreise ist natürlich auch ein schönes Stichwort. Könnte man sich auch nochmal sicherlich damit beschäftigen, was hinter diesem Phänomen steht. Auf dieser Reise jedenfalls suchen wir einige dieser Kornkreise und die wir finden, na, die begehen wir natürlich auch. Und die Leute haben dann die Möglichkeit, sich dort das Ganze näher anzuschauen, dort zu meditieren. Das Ganze entweder mit klassischen Instrumenten, Wünschelrute, Pendel oder auch mit moderner Technik mal auszumessen, ob man dort eben energetische Veränderungen vornehmen kann oder messen kann. Und
Dort ist man normalerweise in einem solchen Kornkreis nie allein, sondern es gibt immer interessierte Leute, es sei denn, der Kornkreis ist gerade erst entdeckt worden oder man ist selbst der Erstentdecker, dann hat man den vielleicht mal für sich, aber ansonsten ist es so, dass man immer Gleichgesinnte dort trifft. Und, man kommt natürlich ins Gespräch und man lernt teilweise auch sehr exotische Ansichten kennen. Und so ging es mir dort 2009, da wurde ich von einem Kollegen angesprochen, den würde ich so vom Aussehen her so als den klassischen Späthippie klassifizieren. Ja. Also es ging so etwas alternativ gekleidet, auch von der Frisur mit seinem Knebelbart. Und, ja, also wie man sich so vorstellt, wenn man jemanden da aus der alternativen Szene trifft. Und wir haben uns über alle möglichen Sachen unterhalten, also von den Kornkreisen beginnend über Glastonbury, über die ganzen Geschichten von der Anderwelt und von König Artus. Irgendwann kommen wir mal zum Thema 2012 und auch zu den Kristallschädeln. Und da wollte er von mir wissen, ob ich denn schon mal in solchen Kristallschädel gesehen hätte. Ich habe ihm dann erzählt, ja, ich war mal im Louvre, ich war in London da im Britischen Museum, aber mehr nicht. Und dann gibt es eben noch das Buch, was ich ja eingangs erwähnt hatte, aber das war so mein Kenntnisstand. Da sagt er, naja, und ob ich mal einen Kristallschädel in die Hand nehmen wollte, wenn sich die Gelegenheit ergibt, natürlich gern mal. Und er griff dann in seinen Segeltuchrucksack da und brachte so ein Bündel heraus, was da in ein Tuch eingeschlagen war. Und das stellte sich dann als ein schwarzer Kristallschädel heraus, von der Größe eines, ich würde sagen, Kinderkopfes, ja, so von der Art her. Und er hat dann erzählt, diesen Kristallschädel hätte er von seinem Großvater geerbt und der hätte zu der Truppe gehört, die am Ende des Zweiten Weltkrieges Heinrich Himmler verhaftet hätte und aus seinem Besitz würde der stammen. Also der Großvater hätte aus ihm selber nicht nachvollziehbaren Gründen von den Habseligkeiten Himmlers ausgerechnet das an sich genommen und das wäre dann sozusagen Familienerbstück. Ich fand das ganz interessant und er sagte, ja, dieser Schädel, der sei also sehr alt und der würde als heilendes Instrument benutzt, wäre also ein Heilerschädel und er könnte auch Fragen beantworten. Und da dachte ich, naja, klingt alles sehr spannend, aber klingt eher so nach RTL-Vorabend, als dass ich es jetzt wirklich ernst nehmen muss. Ich dachte, okay, du kannst diese ganze Geschichte jetzt mit einer Frage beantworten, weil er mir angeboten hat, ich könnte dem Schädel mal eine Frage stellen. Und ich sagte, ja, weiß er denn, wo meine nächste Reise hinführen wird? Ich hatte ihm nicht erzählt, dass ich Reiseveranstalter bin. Wir hatten also über alle möglichen Sachen gesprochen, aber nicht über meinen Beruf. Und dann nimmt er den Schädel, setzt ihn sich so auf die Hand und schaut ihm da in diese Augenhöhlen und sagt dann zu mir, ja, also deine nächste Reise, die ist nicht in Europa, die geht auf einen anderen Kontinent, die geht nach Asien, nach Südindien, dort seid ihr dann am Meer und aber die eigentliche Aufgabe dieser Reise ist, dass die Leute dort an Plätze gehen, wo sie über ihr Schicksal informiert werden. Da gibt es also Stätten, wo man von alten Büchern oder Blättern sein eigenes Leben vorgelesen bekommt. Und du organisierst diese Reisen, also du machst das beruflich. Ich dachte, was war denn das jetzt? Ja, also ja, die nächste Reise ging natürlich zu den Palmblatt-Bibliotheken. Ja, das war tatsächlich so. Aber ich dachte, wo hat er das jetzt hergeholt? Ja? Hat er jetzt irgendwie meine Aura gelesen oder hat er sich so irgendwo etwas telepathisch mit mir gekoppelt? Das habe ich ihn dann auch gefragt. Und da hat dieser Kollege, der hat es übrigens als Michael vorgestellt, hat er dann gesagt, nein, also das hat mir eben der Schädel erzählt. Ne? Und ich könnte das ja auch mal probieren. Ich könnte den ja mal anfassen und mal sehen, was dann passieren würde. Habe ich gemacht und wer mich kennt, weiß, ich halte mich für spirituell nicht wirklich begabt. Ja, also ich bin da nicht jemand, der hellsichtig ist oder hellfühlig oder was auch immer. Ich interessiere mich für diese Themen, ich sammle da das Wissen, ich gebe es weiter, das machen wir ja auch. Aber ich bin nicht wirklich so jemand, der da über solche Fähigkeiten verfügt. Aber trotzdem habe ich dort Bilder gesehen. Das war so, man könnte sagen, wie ein Film, der ablief. Ich weiß auch nicht, wie lang das gewesen ist, ob das nur Sekunden war oder mehrere Minuten oder vielleicht eine Viertelstunde. Jedenfalls zeigte der mir von alt-mexikanischen Bildern und Ritualen über Landschaften, die ich vielleicht mit Atlantis oder sowas, also irgendwas Vorzeitlichem gleichsetzen würde, bis hin eben zu Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Dritten Reich, zeigte er mir so Bildsequenzen. Und ich war völlig verblüfft, was das jetzt sollte in dem Zusammenhang. Hab dem Besitzer des Schädels das dann auch erzählt, was er mir so gezeigt hat. Und er meinte daraufhin, ach, der mag dich, der hat dir einen Teil seiner Geschichte erzählt. Das fand ich dann sehr, sehr spannend und habe ihm den Schädel dann wiedergegeben. Wir haben uns ein bisschen unterhalten.
Dann sagt er zu mir plötzlich, der Schädel, der hat übrigens den Namen Kautemock, das ist Nahuatl und heißt herabstoßender Adler. Dieser Kautemock, der wolle seine Reise mit mir fortsetzen. Es gäbe allerdings nur eine Bedingung, ich sollte ihn am 21.12.2012 zu diesem Ritual nach Mexiko begleiten. Ich habe gesagt, ja gut, also wenn der Schädel das jetzt so gesagt hat, dann ja, nur was willst du dagegen machen? Ne? Und er hat mir diesen Kristallschädel dort übergeben. Wir standen also mitten in diesem Kornkreis. Also Kornkreis ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, das war ein Piktogramm, also die Darstellung einer portugiesischen Galera, das ist also eine Riesenqualle. Und das war auch der einzige Kornkreis, oder einzige Formation, die es 2009 damals in die Presse geschafft hatte. Also das Ding ist überall da abgebildet worden und deswegen haben wir uns das auch angesehen. Also muss ich vorstellen, man steht in dieser riesigen Formation, überall sind noch ein paar andere Leute und dann wird einem so ein Kristallschädel ausgehändigt. Ich fand das mega merkwürdig und ja, vor allen Dingen, hab mich natürlich gefreut. Du musst mir überlegen, ja, wie egolos und wie, ja. wie oder voller Ehrfurcht musst du eigentlich sein. Er sagt ja selber, als Familienerbstück und dieses und jenes. Ja. Und übergibt dir das einfach ja. so. Ja? Weil er hatte mir auch erklärt, also dass diese Kristallschädel, das habe ich später dann auch von anderen Leuten gehört, also die finden sozusagen einen, die kommen zu einem. Also nicht, dass ich sage, ich gehe jetzt los und suche mir jetzt einen passenden Kristallschädel, sondern der Schädel findet dich. Ja? Und in dem Fall war es eben so, dass er offensichtlich sich entschieden hat, okay, hier, jetzt geht's mit dem kleinen Ritter weiter. Und ja, er hat mir diesen Schädel gegeben und dann wird es ganz interessant. Also das, liebe Zuschauer, das könnt ihr mir jetzt glauben oder eben auch nicht. Ich kann es mir selber bis heute nicht erklären. Wir haben dort beieinander gestanden auf einer normalen Gesprächsdistanz, die man so hat, wenn man da beieinander steht, also vielleicht einen halben Meter. Und er ist dann an mich herangetreten, hat mir den Schädel gegeben. Ich war natürlich erst mal hin und weg, habe mir den nochmal angeschaut und wollte mich bei ihm bedanken. Und jetzt kommt, wo ich das machen wollte, war dieser Michael nicht mehr da. Der war einfach weg. Ich habe das erstmal so registriert, ne, das ist aber eine merkwürdige Art, sich zu verabschieden, ja, also mir einfach den Schädel in die Hand zu drücken, sich rumzudrehen und zu gehen. Ich habe natürlich dann geschaut, ob ich ihn irgendwo finde. Das war nicht der Fall. Ich habe dann meine Gäste gefragt und die sagten, ja, wir haben jetzt fotografiert und hier na, unsere Sachen gemacht und wir haben ja gesehen, dass du dich mit dem unterhalten hast, wo der jetzt hingegangen ist. Keine Ahnung. Ja, da haben wir dann die Leute da auch im Piktogramm, die anderen Gäste, die wir dort hatten, war eine Gruppe auch von Niederländern dort. Die waren allerdings wenig hilfreich. Die hatten gerade so ein außersinnliches Erlebnis, also nach dem Motto, am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund. Also das war nicht so sonderlich hilfreich. Wir sind dann sogar noch nach Honey Street gefahren. Das ist so ein kleiner Weiler. Da gab es damals ein Pub, das Barge Inn. Das war damals der Treffpunkt für alle, die sich so mit Kornkreisen und diesen Themen beschäftigen. War wunderschön gestaltet. Die Inhaber hatten selber so ein Draht zu dem Thema und also wenn man da irgendwas Neues erfahren könnte in Sachen Kornkreise und Außerirdische und was da alles zusammenhängt, dann war es da. Und inzwischen gibt es das leider so nicht mehr. Der Schwerpunkt der Kornkreisforschung hat sich mehr so Richtung Marlborough jetzt verlegt. Also ich bedauere das selber, weil der Pub war einfach wunderschön, aber da haben mehrfach jetzt die Betreiber gewechselt und das ist also nicht mehr so, wie es damals war. Aber dort hofften wir eben damals nochmal Informationen zu bekommen, aber die Kollegen, die wir da in dem Pub getroffen haben, die waren natürlich eher an dem Schädel interessiert, aber keiner konnte uns sagen, wer dieser Michael war und ob sie ihn gesehen hat, das war einfach nicht bekannt. Und inzwischen bin ich eigentlich eher so der Meinung, dass dieses Wesen, anders will ich es mal gar nicht sagen, wer das jetzt auch immer gewesen ist, dass der einfach nur da war, um diesen Schädel an mich weiterzugeben. Also das kann ich so klingt's auch, nicht ja. anders erklären. Ja. Und von da ab habe ich ihn bei Lesungen und bei Vorträgen, bei Seminaren immer mit dabei gehabt. Also da war in der Schweiz, da war in Österreich, da war in Deutschland, in etlichen anderen Ländern auch. Und es rückte natürlich immer mehr dieses magische Datum heran, dieses 2012. Und ich habe natürlich dann erstmal recherchiert, habe mir gesagt, ja, wie komme ich denn jetzt überhaupt
mit den Maya in Kontakt. In Deutschland habe ich ein paar Leute versucht zu kontaktieren, die ebenfalls Kristallschädel hüteten. Da gab es aber jetzt keinen wirklich hilfreichen Kontakt, also meistens noch nicht mal eine Antwort. Dann habe ich gedacht, okay, versuch's in Amerika. Und da bin ich auf diese Crystal Skull Society gestoßen, die ich eingangs erwähnt hatte. Und die waren wirklich nett, die waren wirklich hilfreich, haben Kontakt auch zu den Maya da hergestellt. Und ich hatte dann einen Ansprechpartner, den Don Ignacio, der auch Englisch schrieb, weil mein Spanisch ist nicht so wirklich berühmt. Und wir haben uns dann halt auf Englisch da per Mail auseinandergesetzt, haben ein paar Mal miteinander telefoniert. Und es war immer so, wie man es eben so aus Mexiko kennt. Wenn ich dann so konkrete Fragen gestellt habe, naja, wann treffen wir denn und wann gibt es denn das Programm? Und wird, ja, mañana. Das wird schon. Also wir melden uns, das wird. Und es verging das Jahr 2010, es verging 2011 und musst dir mal vorstellen, ich habe ja meine Reisen. Also es war ja nicht so, dass ich dann nur auf dieses Ereignis gewartet habe, sondern ich hatte ja auch meine Reisepläne, die ich umsetzen musste, einfach halt auch um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und es wurde dann eben 2012 und vielleicht erinnerst du dich und auch die Leute, die uns hier zuschauen, das Thema Kristallschädel, da wurde es dann doch relativ ruhig im Verlauf des Jahres 2012. Also das rückte dann immer mehr in den Hintergrund, je näher dieses magische Datum kam. Da fokussierten sich dann viele entweder auf den Aufstieg da in die fünfte Dimension oder auf den Weltuntergang, je nachdem, was man da gerade bevorzugte. Aber für mich wurde es dann natürlich relevant und ich habe dann im September, Oktober, habe ich dann wirklich gedrängelt und habe gesagt, Leute, ich brauche ja dann irgendwann auch mal eine Reisemöglichkeit und sagt mir doch mal bitte zumindest ein Zeitfenster, wo ich dann dahin kommen kann. Und irgendwann tatsächlich, es war Ende November, kam dann die Aussage, ja, also du kannst so um den 20., 19., 20. kannst du bei uns vorbeikommen. Und ich hatte gesagt, also ich möchte aber dann Weihnachten doch wieder zu Hause sein, weil also Weihnachten ist für mich so ein Thema, das ist Familie. Da bin ich auch nie während meiner Reisen davon abgewichen. Also Weihnachten bin ich halt immer zu Hause. Da hat sich auch inzwischen nichts dran geändert. Und ja, die sagt, na, dann richtet ihr das so ein. Also am 20. sollst du auf jeden Fall da sein. Und dann habe ich dann bei meinen Kollegen angerufen vom Flugbüro. Und man muss ja auch so den Flug bezahlen können. Ne? Und dann hatte ich innerhalb einer halben Stunde ein Angebot. Da ging es von Dresden via Frankfurt über Houston, dann Mexiko-Stadt nach Tuxtla de Gutierrez. Das war dieser Zielflughafen, wo sie mich abholen wollten. Ich wusste nicht, wo Tuxtla de Gutierrez ist. Das ist unten im Süden von Mexiko, im Lac Gebiet in Chiapas, das ist ein Bundesstaat, da will man eigentlich keinen Urlaub machen. Da ist die Luft ein wenig bleihaltig, weil Chiapas ist seit den 90ern ist das Aufstandsgebiet. Aber dort unten sollte sich das halt abspielen. Und ja, ich sage, dann brauche ich hier einen Flug noch zurück, eben, dass ich Weihnachten wieder da bin. Dann haben die mir das Angebot geschickt und das war so, dass das wirklich von der Zeit her passte. Und es war zu einem Preis, der war unter 2000 Euro. Wo ich dann gesagt, okay, also das soll so sein, das muss jetzt so sein. Habe mein Handgepäck dann gepackt, das Schädelchen da rein und dann ging das Abenteuer erstmal richtig los. Das fing schon an am Dresdner Flughafen, weil ich hatte, wie gesagt, ja nur Handgepäck und da wurde der Schädel zum ersten Mal kritisch beäugt. In Frankfurt hat man dann sich überlegt, ob man mich überhaupt mitnimmt, weil ich hätte ja während des Fluges diesen Schädel auspacken und den Piloten oder respektive die Stewardess damit bewerfen können. Das waren tatsächlich so Überlegungen, die Kollegen von der Sicherheit hatten. Ich habe es aber überzeugen können und so durfte ich dann nach Houston fliegen und ich wollte ja noch gar nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Ich war ja nur im Transit. Ich wollte ja weiter nach Mexiko. Und trotzdem bin ich dort wirklich auseinandergenommen worden, sowohl was das Durchsuchen anbetrifft, als auch eben das entsprechende Interview. Aber sie haben es mir dann abgenommen, dass ich wirklich nur nach Mexiko will. Und so nach dem Motto, ja, lass den Verrückten laufen. Ja, der ist harmlos. Ja. In Mexiko natürlich hat sich überhaupt niemand dafür interessiert. Das war so, ja, der hat halt einen Kristallschädel dabei. Dann ist es halt so. Ne? Und in Tuxtla de Gutiérrez holte mich tatsächlich der Don Ignacio ab mit einem Pickup. In Europa wäre ich in den nicht eingestiegen. Also den hielt nicht mehr nur der Rost, also den hielt wirklich nur noch der gute Wille zusammen. Und dann sind wir gefahren und wie das so halt war, es ist nicht mehr weit. Es ist, ja, wir sind fast noch einen halben Tag gefahren. Nur noch fünf Stunden, ja. Ja, nur, also es war so sieben Stunden ungefähr sind wir noch gefahren. Also
Es ging dann auch in Gegenden, da habe ich dann erstmal hinterher auf der Karte geguckt, wo das ungefähr war. Also wirklich Einsamkeit. Und es ist, ich hatte es ja gesagt, seit 97 ist es so ein Aufstandsgebiet, muss man wissen, die Einheimischen, also vor allen Dingen auch die Lacandon-Mayas, die wehren sich halt gegen ausländische Großgrundbesitzer, gegen ausländische Großunternehmen, die dort in, sagen wir mal, Riesenmaßstab das Land ausbeuten, was die Landwirtschaft anbetrifft, was das Tropenholz anlangt, was aber auch vor allen Dingen die Bodenschätze anlangt. Also eigentlich ist es ein reicher Landstrich, aber wie das eben so ist, die Einheimischen haben da nichts davon. Und das hat natürlich zu diesem Unfrieden geführt. Und nun gibt es überall irgendwelche Checkpoints. Also da ist die Armee im Einsatz, da sind ein paar Drogenkartelle, die dort ihre Finger drin haben. Dann sind die Zapatistas, also die Aufständischen dabei. Also wir haben uns sozusagen von Straßensperre zu Straßensperre vorgearbeitet. Und an der letzten dann, also ich wusste nicht, dass es das letzte war, aber zum Glück war es dann so, waren es wieder Zapatisten. Und dort habe ich mich dann, weil es nervt ja, wenn man permanent aufgehalten wird, habe ich mich dann verleiten lassen, in Englisch mich einzumischen in dieses Gespräch zwischen meinem einheimischen Begleiter und den Leuten vom Checkpoint. Da schaute ich erstmal in eine Reihe von Läufen und dann hieß es Gringo. Ich habe dann meine letzten Spanischkenntnisse zusammengekratzt und habe den Kollegen dann erklärt, na, also ich bin nicht der Gringo hier, also ihr Amigo de todos, ich bin also Freund aller und die, alle Mann, also ich komme da eben aus Deutschland. Und dann spricht mich einer von denen, die trugen alle diese entsprechenden Masken, spricht mir einer von denen an, Deutschland, wo kommst du denn daher? Und ich sage, na, aus Dresden. Und dann nimmt er die Maske ab und sagt, und ich habe in Leipzig studiert. Da waren wir die besten Freunde. Also er sprach sogar so mit einem leichten sächsischen Slang. Also das war köstlich. Also mich hat dann nichts mehr gewundert. Die haben uns dort eskortiert. Das war alles okay. Von da ab war das eine sehr, sehr entspannte Reise. Sie haben mich dann in das Dorf gebracht. Da habe ich mich allerdings verpflichtet, den Namen des Ortes nicht zu nennen. Hintergrund erkläre ich gleich noch. Und dort hat mich dann der Häuptling, also der Kazike, der Ortsvorsteher, mit seinen Leuten und den Maya-Priestern erwartet. Das waren von jedem Stamm, also insgesamt 13, ein Mann und eine Frau, also 26 von den Priestern und Priesterinnen, die dieses Ritual dann durchgeführt haben. Die haben den Kristallschädel in Empfang genommen und ich war natürlich ganz aufgeregt, so nach dem Motto, ja und wo ist jetzt das Ritual und wo sind die anderen Kristallschädelhüter und wie geht es denn jetzt weiter? Und da meinte der Kazike, Ziege dort nur, na, also das ist jetzt, das war jetzt sozusagen dein Auftritt. Danke dir für den Kristallschädel und ja, wir werden natürlich das Ritual durchführen, aber diejenigen, die uns die Schädel hierher gebracht haben, die sind alle schon wieder abgereist. Also die waren auch nicht alle dieses Jahr hier. Andere sind im letzten Jahr gekommen oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Du bist eben derjenige, der jetzt den 13. hierher gebracht hat, den 13. von diesen Schädeln. Und dafür danken wir dir, aber das Ritual, das ist unsere Sache und das findet an einem Ort statt, den hat noch kein Weiser jemals betreten. Und dabei wird es auch bleiben. Du kannst gern hier in diesem Ort dich ausruhen, du bist unser Gast, bleib so lange, wie du möchtest, aber an dem Ritual wirst du natürlich nicht teilnehmen. Das war natürlich für mich dann etwas ernüchternd, aber dort habe ich erstmal festgestellt, was das für eine, ja könnte man sagen, generalstabsmäßig organisierte Aktion der Maya gewesen ist. Die haben also über Jahre dahin gearbeitet, 13 dieser Schädel an diesem bestimmten Tag zusammenzubringen. Und es ist ihnen gelungen. Man hat mir dann dort erzählt, dass nicht alle von den Kristallschädelhütern, die angesprochen worden sind, auch bereit waren, ihren persönlichen Kristallschädel dahin zu bringen, weil der bleibt natürlich dort. Und ein Hintergrund der ganzen Geschichte ist, man hat dort ein 24-stündiges Ritual durchgeführt mit dem Höhepunkt dann am Mittag des 21.12., also in Bezug auf das Ende des Maya-Kalenders. Und dieses Ritual beendete sozusagen dann auf der energetischen Ebene diese sogenannte vierte Sonne, also das damalige Weltzeitalter, was zu Ende ging, und öffnete symbolisch die fünfte Sonne, also das neue Weltzeitalter. Und diese Kristallschädel, die dort zusammengeführt wurden, das hat mir dann der Don Ignacio berichtet, war sozusagen das alte Kristallorakel der Maya, das war ihre Möglichkeit, mit den geistigen Welten oder man könnte sagen mit der Akasha-Chronik, dem Weltgedächtnis zu kommunizieren. Das ist natürlich die Verbindung, die wir hier in Bezug auf die Palmblatt-Bibliotheken ziehen können. In Mexiko sind es halt eben diese Kristallschädel, die die Verbindung in die
Akasha-Chronik herstellen. In Indien haben wir es halt diese Verbindung über die Palmblatt-Bibliotheken, ja? Also verschiedene Medien, aber letztlich eine und dieselbe Quelle. Und dieses Orakel ist wohl zu den Hochzeiten der Maya-Kultur das Staatsorakel gewesen. Also das hat man dann befragt, wenn wichtige Entscheidungen anstanden oder wenn es irgendwelche Probleme gab im Sinne von Krankheiten, von Not, vielleicht von Naturkatastrophen, dann wurde halt gefragt, wie das weitergeht oder was man tun soll, um diese Probleme zu beheben. Und möglicherweise war es auch dieses Orakel, was die Ankunft der Spanier und dort eben diesen Wandel der Gesellschaft auch ankündigte. Und das mag einer der Gründe mit gewesen sein, dass gerade die Küstenvölker, gerade die Nachkommen der Maya-Kultur, dass die also den Gefremden gegenüber sehr friedfertig gewesen sind, dass die das einfach hingenommen haben und nicht ihr Land dort mit Zähnen und Klauen verteidigt haben, weil sie einfach wussten, dass dort die neuen Herren sozusagen ankamen. Und zu dieser Zeit soll aber dieses traditionelle Orakel auch aufgelöst worden sein und die Kristallschädel sollen dann verborgen worden sein und manche haben dann eben recht abenteuerliche Wege genommen, wie eben auch der Karl de Mock, und dass er sich sogar letztlich da im Dritten Reich als Briefbeschwerer bei Himmler wiedergefunden haben soll. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, wie sich das dort entwickelt hat. Aber diese ursprünglichen 52 Schädel sind halt also zu großen Teilen noch in der Welt unterwegs. Und 13 eben fanden sich tatsächlich zusammen. Und Ziel dieses Rituals war es, das hatten die Maya-Priester mir dann auch so erzählt, dieses alte Orakel wiederzubeleben. Und sie sagen, sie hätten dort an diesen Tag mit diesem Ritual ein Portal geschaffen, durch das also die alten Götter und das alte Wissen wieder ins Land kommen könnte. Und die Maya sagen, seit diesem Ritual leben ihre Tempel wieder. Das fand ich faszinierend. Und da war mir natürlich auch klar, dass man, wenn man so einen Kristallschädel dort hinbringt, dass der dann natürlich auch dort bleibt. Ja? Das mag für den einen oder anderen von den Hütern auch der Beweggrund gewesen sein, so, na, ich gebe den jetzt nicht her, weil dann ist er endgültig weg, ist er endgültig verloren für mich. Aber für mich war es nie eine Frage. Also ich hatte ja sozusagen den Auftrag und das war eine schöne Reise, die ich dort mit dem Karl de Mock hatte. Und das war nochmal eine sehr abenteuerliche Tour, die ich dort bei diesem relativ kurzen Aufenthalt in Mexiko erlebt habe, habe trotzdem unwahrscheinlich viele interessante Leute getroffen, war dort in dem Dorf wirklich mit eingebunden. Es war eine ganz, ganz angenehme Zeit. Ich habe natürlich versucht, zu diesem Tempel, zu dieser Tempelpyramide zu kommen, aber es war dann immer so, entweder hat mich gerade jemand zum Essen eingeladen oder die Kinder wollten mit mir spielen oder irgendjemand hatte gerade eine Frage. Beim vierten Mal habe ich es dann aufgegeben, weil ich war mir dann klar, okay, du bist hier gut bewacht und du machst hier keinen Schritt unbeobachtet. Das war halt der Hintergrund. Aber sie haben mich also sehr gastfreundlich behandelt. Und nach dem Ende dieses Rituals gab es dann noch eine kleine Feierlichkeit. Da kamen auch die Einwohner aus den Nachbarorten. Chiapas ist, gerade was die Einheimischen anbetrifft, ist bitterarm. Ja, also die leben halt von ihrer Landwirtschaft, das sind meistens Selbstversorger, da bleibt nicht allzu viel übrig. Und trotzdem, sie haben alles geteilt, was da gab. Aber es kam auch dann eine Gruppe von ebenfalls weiß gekleidet, das ist im Lacandon-Gebiet die Festtagskleidung. Man trägt also dann weiße Kleidung, wenn es so eine Fiesta, also eine kleine Feierlichkeit gibt. Und dann kam aber eine Truppe, die kam auf Pickups und die waren sehr neu. Die waren auch alle bewaffnet, aber nicht mit den alten Kalaschnikows wie die Zapatisten, sondern mit richtig moderner Ausrüstung. Und zu meiner Überraschung trugen die auf ihren weißen Mänteln ein rotes Tatzenkreuz. Und die Einheimischen, die meinten Los Templarios, also die Templer kämen. Ich wollte das gar nicht für möglich halten, weil für mich waren ja die Templer ein mittelalterlicher Ritterorden. Ja. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so, dass ein Teil des alten Ordens tatsächlich nach Mexiko entkommen ist. Ich habe ja über die Templer auch schon so einiges gemacht und hatte auch die Idee, allerdings ist das nicht originär von mir, sondern ich habe mich auf Arbeiten eines französischen Forschers, Jacques de Maillieu, gestützt. Und der Jacques de Maillieu, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Silber der Kathedralen oder Die Templer in Amerika. Und da geht es genau um diesen Kontakt, der also lange vor Kolumbus stattgefunden hat. Und auch de Maillieu postuliert, dass als der Orden in Frankreich
Frankreich aufgelöst wurde durch den französischen König aufgrund falscher Anschuldigung, dass einen Teil der Templer tatsächlich mit dem Templerschatz, also dem Vermögen des Ordens, das ist nie gefunden worden, und den Ordensarchiven, die hat man ebenfalls nie gefunden, von La Rochelle aus mit der Westflotte des Ordens sich abgesetzt hat in Richtung Neue Welt und dass die dort auch ein kleines eigenes Reich im Gebiet des heutigen Mexiko sich errichtet haben, was dann etwa 100 Jahre später von den Azteken überrannt und übernommen worden ist. Und als die Azteken gerade ihre Macht gefestigt hatten, kamen die Spanier. Und das ist dort dadurch wahrscheinlich das Ganze komplett aufgelöst. Aber als sozusagen geheime Gesellschaft haben die Templer offensichtlich überdauert. Diese Los Templarios, wer es interessiert, kann halt mal im Netz recherchieren. Von amerikanischer Seite werden sie als Drogenkartell eingestuft. Ja, das bloß mal so als äußere Information. Aber für die Einheimischen dort sind sie sozusagen die Beschützer der Bauern, die Beschützer der einfachen Leute, also die modernen Robin Hoods, kann man sagen. Und die kam halt auch zu dieser Feier. Und das Besondere daran war, dass mir der Kommandant dieser Gruppe etwas mitgegeben hat. Und zwar das hier. Einen weiteren Kristallschädel. Ich nehme den jetzt mal so. Lass mal so rübergehen hier. Ja, genau. So. Der ist also so groß wie ein menschlicher Kristallschädel, wiegt 5,8 Kilo, ist ein weiblicher Bergkristall und hört auf den Namen Koh-i-Noor, also Berg des Lichts. Und dieser Anführer der Templer, der Los Templarios dort, der erklärte mir, dieser Schädel sei der sagenhafte sprechende Schädel des Ordens gewesen. Man hat ja bei den Prozessen gegen die Templer denen auch vorgeworfen, sie hätten einen sprechenden Schädel angebetet, der dann als Baphomet bezeichnet wurde, also sozusagen ein Höllenbote, der den Templern dann zu ihren schlechten Taten da geraten hätte, also Götzendienerei sozusagen. Und das sei tatsächlich dieser Kristallschädel gewesen. Der Koh-i-Noor wird als Schädel des Wissens bezeichnet. Also der Kaute Mock, den ich da nach Mexiko gebracht habe, das war der Heiler und er hier ist eher so die Wissensquelle. Und die Einheimischen haben mir dort versichert, er ist mit diesem ursprünglichen Kristallorakel, mit diesen 13, die sich dort zusammengefunden hatten, am 21.12. ist er verbunden. Also sie haben ihn dort sozusagen energetisch mit diesem Kristallorakel verbunden und deswegen kann man ihn auch so befragen, dass er dann mit sozusagen der Unterstützung dieser 13 Kristallschädel auch Antworten auf persönliche Fragen oder darauf, wie es in der Welt weitergeht und so weiter, gibt da halt die Antworten. Ja. Und meine Aufgabe war es, ihn halt wieder in die alte Welt zu bringen. Das hatten sie mir aufgetragen und der soll aber nicht nur zu einer kleinen Elite sprechen, so wie das eben zu Zeiten der Templer war, sondern eben zu jedem, der halt den Wunsch hat, mit ihm zu kommunizieren. Ja, und so haben wir den eben bei unseren Vorträgen, bei unseren Seminaren und so weiter seit 2012 mit dabei. Funktioniert auch sehr gut, also er unterhält sich ganz überwiegend. Das Schöne ist, bei diesem weiblichen Berg Kristall. Von der Geschichte her, er stammt ursprünglich aus dem Himalaya, das habe ich auch untersuchen lassen, an der Bergakademie in Freiberg, da, die haben auch schon den vorangegangenen Schädel, also den Kaute Mock da, untersucht und dort auch festgestellt, beide Schädel haben eben keine Bearbeitungsspuren, also die sind tatsächlich in diesen ursprünglichen 52 wohl zuzuordnen. Und beide Schädel, wie gesagt, haben unterschiedliche Gewichte. Der Kaute Mock war, wie gesagt, etwas kleiner. Der wog 2,7 Kilogramm, der hier, wie gesagt, 5,8. Und hier ist es so, dass dieser weibliche Bergkristall, so nennt man also diese Form des Bergkristalls, die auch eben in Tibet oder im Himalaya-Gebiet allgemein mit vorkommt, die erlaubt anderen Kristallen, sich sozusagen auf diesen Bergkristall zu setzen. Und deswegen ist dieser weibliche Bergkristall meistens so trüb, da so milchig. Der männliche Bergkristall, aus dem zum Beispiel der Mitchell-Hedges-Schädel besteht, der ist sehr klar. Bei dem weiblichen Bergkristall ist es aber so, wenn man mit ihm arbeitet, also wenn wir meinetwegen ein Seminar haben, wo die Leute mit ihm meditieren oder was sie mal anfassen, je intensiver man mit ihm arbeitet, umso klarer wird er. Also wir haben das auch schon gehabt, dass der wirklich komplett durchsichtig gewesen ist. Wenn er dann wieder in den Ruhezustand geht, also sich sozusagen wieder regeneriert, dann kommt diese milchige Farbe zurück. Also es ist ganz interessant anzusehen. Und
Wenn man dann bei der Arbeit mit ihm meinetwegen auch Licht nutzt, das kann eine Taschenlampe sein, das kann eine Kerze sein, die man dahinter stellt, ist es auch tatsächlich so, dass da wie so ein Projektor wirkt. Also man sieht dann auch zum Beispiel durch die Augen entsprechende Bilder, ne? Also aus dem alten Mexiko oder zu den Themen, mit denen man ihn gerade da konfrontiert, wo man gerade nachfragt. Da kann es durchaus sein, dass solche Bilder auftauchen. Andere Leute hören tatsächlich eine Stimme, die mit ihm spricht. Das ist bei mir manchmal auch so, dass er mir dann so Antworten gibt. Andere wieder nehmen, wie gesagt, Bilder war oder entsprechende Gefühle. Bei anderen passiert erstmal gar nichts, außer einem Kribbeln oder einer, zu einer Berührungsenergie. Die haben dann aber eben ganz intensive Träume oder eine Art von Visionen einige Tage später. Also er antwortet eigentlich immer, wenn man ihn Fragen stellt. Ja? Und es sei denn, er kann mit demjenigen, der ihn da fragt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, nichts anfangen, dann schweigt er natürlich. Das kann, also er sucht sich aus, mit wem er redet, ja. Das ist alles also, ne, das, wie soll ich das sagen? Es macht mich ja schon sprachlos und ich habe auch schon viel gesehen in meinem Leben und gehört und beschäftige mich ja lange mit diesen Themen. Aber wenn man das dann so hört, ja, das ist einfach fantastisch. Anders kann man das nicht ausdrücken, ja. Und du bist mitten im Leben und erlebst das, alleine die Reise, die du da gemacht hast, wie das zustande gekommen ist und. Das kann man ja, wenn man mal ehrlich sind, man kann das ja gar nicht glauben. Das kann man nur begreifen, dass es so war oder eben nicht. Ja, also man nimmt das für sich an oder lässt es, ja. Ja, genau. Na, ich erwarte das auch von Kevin, dass man das nachvollzieht, weil ich habe mir inzwischen angewöhnt, ich halte grundsätzlich erstmal alles für möglich. Das ist wirklich so. Also ich bin da inzwischen sehr offen, also wenn ja da jemand erzählt, früh um 2:30 stand ein Außerirdischer bei mir vor der Tür, ich habe ihn erstmal zum Kaffee eingeladen. Okay, ja, also das ist durchaus so, das ist erstmal seine Wahrheit. Warum soll ich jetzt kommen und sagen, das hat er sich bloß ausgedacht? Na, also es passiert so viel in dieser Welt und gerade auch in der aktuellen Situation. Und manches lässt sich eben, wenn man es nicht selber erlebt hat, nur sehr schwer nachvollziehen. Und, aber es passt eben halt auch zu dir, ja? Auch Schädel des Wissens und so weiter. Das ist, meine, ne, da muss man das jetzt nicht lange herleiten oder sowas. Du sprudelst ja letzten Endes auch aus diesem. Der Templario hier, der Kommandant, der hat eben auch gesagt, ne, der Allmann, der hat sich doch ja als zuverlässig erwiesen, der hat doch den Schädel hergebracht, hat alles gewusst, also dem vertrauen wir, dem können wir den mitgeben. Ja, dass du überhaupt einen hast, ja, überleg mal, Millionen Menschen beschäftigen sich damit oder sowas, ne? Sie bekommen vielleicht einmal im Leben einen zu sehen und du hast einen, ja. Ja, na, vor allen Dingen auch dieses so völlig bodenständige, so völlig selbstverständliche. Also da war nichts irgendwie mit großem Primborium oder sonst irgendwie. Es war eben einfach so, okay, du hast es und jetzt mach es und nimm ihn mit und mach was draus. Die Rückreise hat übrigens geklappt, weil du sagst, es wäre eine interessante Tour gewesen. Ja, die war noch etwas spannender, weil da war natürlich etwas größer noch, ne? Und aber dafür sah eben so hell und freundlich aus. Also selbst die Amerikaner haben ihn durchgehen lassen. Und ich war dann tatsächlich am Weihnachtsabend, also praktisch am 23. zum 24., 23. mit der letzten Maschine bin ich hier wieder in Dresden gelandet. Hat alles funktioniert. Er war dann sozusagen als Weihnachtsgeschenk mit dabei. Wahnsinn. Was mich damals fasziniert hat, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, war ja genau dieses Thema, dass ja selbst moderne Ingenieure gesagt haben, wir können es nicht reproduzieren. Ja. Also in der Klarheit, in der ohne Gebrauchsspuren, ohne Bearbeitungsspuren, da dachte ich mir, okay, aber dann brauchst du ja auf jeden Fall ein alternatives Modell, wo die Dinger herkommen, weil es entsteht nicht einfach so. Klar, kann eine Hochkultur sein, wie du schon sagtest, interdimensional, außerirdisch, was auch immer. Das lässt jede Menge Raum für Spekulationen, aber was ich daran faszinierend finde, ist eben, wie du das eben halt auch erklärt hattest, ne? Diese Schädel, und das, ich habe einige Geschichten auch natürlich mir angehört, die berichten nahezu alle von solchen Phänomenen. Aus dem Nichts taucht jemand auf oder man zufällig betrifft man jemanden, der das dabei hat. Es wird übergeben. Immer lustigerweise mit einer klaren Aufgabe verbunden. Also selten, dass einer kommt und sagt, hier, nimm, der Schädel will bei dir sein, sondern es ist immer mit einer Aufgabe gekoppelt gewesen. Und das macht es eben halt so interessant. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es mehr als 52 gibt, also die Originalen sind. Ich bin quasi von den 13 ursprünglichen mal ausgegangen, ja? Und habe erst später dann auch gemerkt, es gibt noch viel, 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 viel mehr. Und ja, vielleicht sollen sie in unserer Zeit uns einfach daran erinnern, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können, die wir nicht reproduzieren können, wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Aber andere Frage, wenn der Schädel ja Fragen beantwortet, hast du ihn dann mal nachgefragt nach seiner Bestimmung oder nach seinem Herkunftsort?
Wo Ja, kommt er und her? zwar tatsächlich ist er wohl zunächst im Himalaya gewesen. Also das ist auch dieses Gestein, der da von daher kommt, dieser bestimmte Bergkristall. Dann ist er wohl, und das finde ich auch interessant, mit einer Delegation von Mönchen, also von tibetischen Mönchen, ist er halt ins Morgenland gekommen, und zwar ins Gebiet des heutigen Äthiopien. Und zwar soll das eine Gabe dieser Mönche gewesen sein für die Königin von Saba. Und die hätte ihn als Gabe an den König David mitgebracht bei ihrem Besuch in Jerusalem. Und dort hätte man ihn dann, also David hätte das veranlasst, dass der zum Tempelgeschirr mit dazu genommen wird. Ja, es gibt ja im Judentum das Tempelgeschirr, also die Bundeslade und die Menora und den Tisch der Schaubrote und so einige andere Sachen noch. Jedenfalls sollte dieser sprechende Schädel wohl auch ein Teil dieses Tempelgeschirrs gewesen sein. Und nach der Zerstörung des zweiten Salomonischen Tempels durch die Römer sind ja bestimmte Sachen verschwunden. Wer jetzt mal in Rom war oder wenn ihr mal dahin reist, schaut euch beim Kolosseum den sogenannten Titusbogen an. Weil Titus hat ja 70 nach Christus diesen Jerusalem geplündert und auch den Tempel dort zerstört. Und der hat einige Sachen aus dem Tempel mitgebracht. Das sieht man bei diesem Triumphzug, unter anderem die Menora und wohl auch den Tisch der Schaubrote, aber die Bundeslade und andere Sachen fehlen. Also die Bundeslade hat man wohl rechtzeitig versteckt und unseren Kollegen hier den Koh-i-Noor wohl auch. Und die Templer haben ja in ihrem Ursprung, die ersten Gründungsmitglieder, haben ja offensichtlich nach der Bundeslade oder auch nach weiterem Wissen dort am Tempelberg gesucht. Also da gibt es ja insgesamt 12 Verstecke, die sie wohl gefunden und auch ausgeräumt haben. Dort sollte es nach jüdischen Legenden jetzt also nicht nur erhebliche Barwerte, also erhebliches Vermögen gegeben haben, sondern eben auch sehr viel Wissen. Und das würde natürlich dazu passen, dann eben mit dem Auftreten des Tempelordens auch in der Architektur sozusagen das Zeitalter der Gotik, das Zeitalter der großen Kathedralen begann, einer völlig neuen Bauweise, wo man, ja, sagen wir, die Gelehrten sich heute noch streiten, wo die herkommt, ja, weil die einfach plötzlich da war. Da gibt es keine so Ansätze, sondern die war einfach in Perfektion vorhanden. Und auch hier sind die ältesten Kathedralen, die ersten, die gebaut worden sind immer noch die perfektesten. Also wenn ich an Chartres oder an Laon denke. Ja, und dort haben die Templer offensichtlich dieses Wissen und natürlich auch dieses Barvermögen gefunden. Wenn die Bundeslade dabei war, haben sie sie mit Sicherheit der jüdischen Gemeinde zurückgegeben. Und auch das ist wieder ein anderes Thema. Und haben aber offensichtlich diesen Schädel, den sie dort auch gefunden haben, bei Eingrabung, den haben sie behalten. Vielleicht als Berater des Ordens, vielleicht war das auch so ein Hinweis von den jüdischen Gelehrten, von denen sie die Hinweise hatten, so nach dem Motto, wenn ihr eine Führung braucht, dann behaltet ihn einfach, der wird euch in Notsituationen auch beraten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment mal, aber die Führung der Templer ist auf dem Scheiterhaufen geendet, also der letzte Großmeister und zwei seiner Stellvertreter und der Orden ist aufgelöst worden. Ja gut, aber der Schatzmeister des Ordens und 1200 Leute fehlen. Die sind einfach weg. Und genauso wie das Barvermögen und wie eben die Ordensflotte und wie die Ordensarchive. Also es ließ sich offensichtlich nicht verhindern, dass der Orden aufgelöst wurde. Also die Zeit war wirklich abgelaufen. Aber das, was der König eben nicht bekommen sollte, das ist in Sicherheit gebracht worden. Und vielleicht hat da unser Kollege auch eine gewisse Rolle mitgespielt. Ja, also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Diejenigen, die ihn dann in die neue Welt mitgenommen haben, die haben offensichtlich dort auch rege von ihm Gebrauch gemacht. Und es gab dann eben den Hinweis auch von Seiten derjenigen, von denen ich den Koh-i-Noor halt erhalten habe. Jetzt ist eben die Zeit mit dieser neuen fünften Sonne. Jetzt kommt dieses alte Wissen wieder in die Welt. Und jetzt sind auch die Kristallschädel gefragt, dieses Wissen weiterzugeben. Und deswegen sollte ich ihn halt wieder nach Europa, also in die alte Welt, mitbringen. Und dann eben aber öffentlich, also nicht eben für irgendeine geheime Gesellschaft oder für irgendeinen Ort oder sowas, wie es im Mittelalter war, sondern die Umstände sind heute anders und wenn er was zu sagen hat, dann wird er sich eben offenbaren und ja, ich habe auch ein Büchlein darüber geschrieben, es gibt Vorträge darüber, wir machen eben auch Seminare mit ihm und auf die Weise läuft es momentan. Wie sich es jetzt weiterentwickeln wird, das werden wir sehen und er wird dann auch rechtzeitig immer wieder was dazu zu sagen haben.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch eine Frage gewesen oder so, was ich mir das jetzt vorstellen kann, dass vielleicht ein oder andere Zuschauer, mich übrigens inklusive, ja, das interessieren täte natürlich oder so. Was kann man ihm also quasi, es gibt Möglichkeiten, mit dem Schädel in Kontakt zu treten, ja, und ihn auch zu befragen, sage ich jetzt einfach mal. Richtig, selber zu befragen, selber mit ihm zu meditieren. Wir machen also auch regelmäßig Seminare, bei unseren Vorträgen ist auch immer mit dabei und dann einfach, wie gesagt, in den sozialen Netzwerken beziehungsweise auf der Website bei uns stehen dann immer die Termine. Wir sind gerade noch in der Planung für 2024, aber auch da wird es wieder entsprechend Anlässe geben, wo er wieder mit dabei sein wird. Und wir haben inzwischen jetzt auch eine gute Bezugsquelle in Indien für, sagen wir mal, zeitgenössische Kristallschädel. Und die verbinden wir dann mit ihm. Da gibt es also kleine energetische Rituale. Und dann haben wir eben hier so einen Kollegen, meinetwegen, da sehen wir den mal hier. Mhm. Ja. Ja, so. Ja. So, also in der Größe. Ja, das, was ich damit meinte, man kann sich dann auch selber so eine kleine Verbindung zum Koinor, beziehungsweise durch ihn dann auch zu diesem Kristallorakel der Maya mit herstellen. Also wenn man selber zu Hause sagt, ich habe da vielleicht ein Faible dafür oder ich kann tatsächlich mit den Energien arbeiten oder ich verbinde mich eben mit diesen Geistwesen, dann ist das durchaus möglich, dass man es auf diese Weise machen kann. Wir haben auch schon Leute gehabt, denen genügt einfach ein Foto von dem Koinor und sie können mit ihm in Verbindung treten. Also das gibt es auch. Ja. Normalerweise ist es so, dass wir das immer in Präsenz machen, dass er dann auch angefasst werden kann, dass die Leute sich richtig mit ihm beschäftigen können, aber es geht für manchen eben auch einfach nur über Bild oder teilweise so virtuell, dass wir ihn halt eben dann mal vor die Kamera setzen und die Leute, dass sie sich halt mit ihm auf diese Weise unterhalten können. Also es funktioniert auch. Bitte zeig ihn nochmal in die Kamera und jetzt, liebe Zuschauer, bevor ihr das macht, vielleicht kurzes Video stoppen oder sowas jetzt mal reinspüren und mir bitte in die Kommentare reinschreiben, spürt ihr was? Spricht er vielleicht zu euch? Was macht es mit euch, wenn ihr das Ding seht? Wir machen ihn jetzt natürlich nochmal groß. Dankeschön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mich hat er angelächelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Leute. Aber das ist... Und da haben wir jetzt ja, da haben wir vielleicht nicht mal 1% angekratzt letzten Endes, was an Mythos, Geschichten rund um diese Schädel letzten Endes da es eigentlich gibt. Ja gut, da macht es vielleicht wirklich Sinn, auch mal einen Vortrag von dir zu besuchen, wo du sicherlich ein bisschen noch ausgiebiger drauf eingehst. Aber wir sehen, es taucht halt immer wieder auf und das ist ja nur ein Artefakt, ja, von vielen Tausenden, die nicht erklärbar sind, wo das einfach nicht, es will uns nicht in das Bewusstsein rein oder, na, sagen wir mal andersrum, wir können das rational nicht begreifen. Ins Bewusstsein geht schon. Und das ist ja auch etwas, was, womit alle Schädel in Verbindung gebracht werden. Du hast es ganz zu Anfang der Sendung gesagt, dass sie Bewusstsein in sich tragen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Jetzt bin ich echt gespannt, was die Leute drunter schreiben. Ob es da irgendjemanden gibt, der plötzlich, keine Ahnung, Gänsehaut hatte, Bilder gesehen hat oder sonst irgendwas. Da bin ich echt gespannt drauf. Das finde ich auch interessant. Also bin ich echt gespannt auf diese Reaktion. Weil du sagtest, er hat dich angelächelt. Also er hat wirklich Humor. Also das habe ich von vielen Leuten schon gehört, die mit ihm gearbeitet haben, sagte, der hat Humor. Also der kann, ja, da kann ihn auch selber auf die Schippe nehmen, da kann sich aber auch selber auf die Schippe nehmen. Also das geht, ja. Deswegen, wenn du sagst, da hat er gelächelt, dann ja, kann ich mir vorstellen. Nur zum Verständnis, obwohl es ein weiblicher Bergkristall ist, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie eher milchig sind und nicht klar, was würdest du sagen, jetzt rein von der Entität her? Eher männlich, neutral, weiblich? Was kann man das zuordnen? Also ich würde es eher als neutral auffassen. Es gibt Leute, ich denke, es funktioniert immer so nach der Art des Empfängers. Mhm. Also ich habe sehr viele Gäste gehabt, also meistens Frauen, die gesagt haben, ja, das ist doch eine Sie. Und auch Männer, die gesagt haben, ja, das ist ein Er. Ne? Also mit einer ganz tiefen Stimme gesprochen. Also ich denke mal, dieses Wesen passt sich dem Empfänger an, weil es geht ja nicht darum, wie es jetzt empfunden wird, sondern es geht darum, dass der Kanal klar ist und dass das Wissen halt entsprechend weitergegeben werden kann. Mhm. Ich denke, es funktioniert noch im Modus des Empfängers. Ja, für mich eher eine männliche Energie gewesen. Deswegen jetzt auch die Nachfrage, ja, weil du gesagt hast, okay, ist ein weiblicher Kristall letzten Endes, aber das hat mit dem einiges anderes zu tun. Nee, und ja, es tritt vielleicht in Erscheinung wie notwendig, ja. Das ist durchaus denkbar. Auch wo man selbst, sagen wir mal, eine bessere Verbindung herstellen kann. Mhm. Also wo man selber, wenn man mit so einer Wesenheit eben kommuniziert, sollte es ja auf einer vertrauensvollen Basis funktionieren, sollte es ja einfach die Energien auch fließen, das Wissen auch fließen. Und da denke ich mal, kann diese Wesenheit sich dann doch schon sehr gut auf den Empfänger einstellen. Ja, ich hatte sofort, wie gesagt, gerade irgendwie so ein, auch, weil das ja so ein bisschen so aussah, aber es war sofort so eine friedliche,
Aber eher, wie soll ich das sagen, nicht im lachhaften Sinne, sondern eben halt schon durchaus im wohlwollenden, anlächelnden Sinne, so habe ich das jetzt gerade wahrgenommen, ja. Es hat mir einfach ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, ja. Insofern, ja, und ich wusste es jetzt vorher nicht, ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ja. Ich empfinde ihn als heiter. Ja, wirklich als heiter ist ein gutes Wort. Ja, heiter ist ein gutes Wort, ja, das passt. Hast du denn noch auf der energetischen Ebene Kontakt zu deinem alten Schädel? Ja, also ich weiß, dass er dort ist, dass er dort auch funktioniert. Und dieses Kristallorakel war jetzt nicht nur eine einmalige Sache, dass man die dort in einem Ritual zusammengebracht hat, sondern die sind nach wie vor dort und die werden auch von den Einheimischen verwendet. Und ich kann über den Koinor, kann ich mich dort auch mit diesen 13, natürlich auch mit dem Kautemok verbinden. Das geht, das geht. Wenn man gerade jetzt mal meinetwegen in einem Seminar oder in einer selber persönlichen Situation ist, man sagt, Mensch, ach, mir geht es jetzt nicht gerade so gut. Oder ich könnte jetzt einfach ein bisschen mehr Energie gebrauchen, also auch ein bisschen mehr Heilenergie. Und dann kann man sich damit dort sozusagen an diese Quelle anschließen und bekommt dann die entsprechende Unterstützung, die man gerade braucht. Großartig. Ich täte mal vorschlagen, wir haben jetzt sehr viele Sendungen gemacht, auch mit wirklich vielen, vielen unfassbaren Themen. Ich empfehle jedem, sich die gesamte Reihe vielleicht nochmal anzuschauen, wer vielleicht dieses Video zum ersten Mal gesehen hat. Wir haben ja über vieles gesprochen. Wir haben über UFOs gesprochen. Wir haben über die Palmblattbibliotheken mehrfache Sendungen gemacht. Wir haben letztes Mal über die Tempelritter gesprochen. Jetzt waren die Kristallschädel dabei. Kornkreise habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht schaffen wir es. Wir gucken gleich mal in unseren Terminkalender, wir beide, dass wir im Dezember mal so vielleicht so eine Abschlusssendung machen. Die werden wir dann aber live machen, wenn du möchtest. Vielleicht ein bisschen länger planen, dass wir mal Fragen von den Leuten. Ich glaube, das sind unfassbar viele Leute, die sagen, ich muss aber Fragen stellen. Ja, das ist eine gute Idee. Da können wir doch immer so, ich sag mal, so in der zweiten Septemberhälfte, wenn's so Richtung Weihnachten geht, können wir doch so ein kleines Let's Rutsch Richtung Weihnachten. Ja, ja. Können wir so machen, so ja. In der Richtung, ja. Wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen, wo wir einfach sagen, komm, wir haben jetzt kein spezielles Thema heute, sondern lassen das Jahr vielleicht auch nochmal bei Revue passieren oder sowas. Du hast ja auch viele Reisen erlebt, also langweilig wird's uns garantiert nicht in der Sendung. Aber dass wir eben halt die Zuschauer mal zu Wort kommen lassen, dass sie Fragen stellen können, rund um dieses ganze Thema eben Palmblatt, Kristallschädel, UFOs, Außerirdische. Wie gesagt, wir hatten ja eine ganze Bandbreite dieses Jahr an Sendungen und die immer hoch beliebt waren. Das kann man es ja gar nicht sagen, weil die Leute so gefesselt sind. Und das erlebt man ja auch bei mir. Ich sitze selten eine Stunde da und höre zu. Ja, aber es ist so faszinierend. Wahnsinn. Also ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir die Gelegenheit haben, uns hier auszutauschen und du uns dein Wissen hier auch wirklich zur Verfügung stellst. Ganz großartig. Haben wir noch was vergessen, wo du sagst, die möchte ich noch mit reinbringen oder das ist eine Geschichte, die passt vielleicht zum Abschluss rein von den Schädeln oder sonst irgendwas? Ja, ich habe jetzt gehört, kürzlich erst, dass auch in Südamerika es jetzt vermehrt diese Schädel auftauchen. Also ob es jetzt nur antike sind oder wirklich die ursprünglichen 52, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber offensichtlich ist gerade in der indigenen Welt, also jetzt in Mittel- und Südamerika, ist das jetzt wieder ein Thema, wo die Stämme jetzt auch mehr hervortreten und sagen, okay, wir sind jetzt am Beginn dieses neuen Zeitalters, dieser fünften Sonne. Wir sind jetzt in einer Zeit, gerade so bis 2025, wo wir also diesen Paradigmenwechsel jetzt noch erleben. Das war etwas, was damals 2012 gerade mal bei uns in Europa oder in der westlichen Welt relativ wenige so wahrgenommen haben, dass das tatsächlich ein Prozess ist. Also viele haben eben gehofft, an dem Tag, also speziell an dem Tag, passiert jetzt irgendetwas Großartiges auch im Außen. Und das ist halt nicht geschehen. Und viele Leute waren dann enttäuscht. Aber die Maya haben ja nie irgendwie versprochen, dass da was Großartiges passieren würde, sondern sie haben eben gesagt, es ist ein Prozess und es wird noch Jahre dauern, bis dann auch diese Auswirkungen im Außen zu bemerken sind. Und jetzt sind wir in so einer Situation, wo eben diese Auswirkungen im Außen sich manifestieren. Und das, was wir jetzt so als ein Spiegelbild unserer eigenen Situation, gerade jetzt auch in Europa erleben, gerade auch in Deutschland, wo viele Leute sagen, ja, was ist das für eine Unordnung, was ist das für eine Unsicherheit, hier geht doch alles einen Bach runter. Ja, ich würde eher sagen, die Dinge ordnen sich gerade neu. Und dieses Chaos, was man scheinbar im Außen erlebt, auch die Unsicherheit, teilweise
die Aggressionen. Ja, Leute, schaut doch mal bitte in euch selber rein. Guckt mal, wie es in euch selber aussieht. Und dann überlegt doch vielleicht mal, ob das, was da draußen ist, das vielleicht auch ein Spiegelbild von dem ist, was in euch passiert. Und erst wenn wir in uns selber den Frieden finden, ich denke, dann wird es auch draußen wieder friedlicher. Und selber den Frieden zu finden, das kann ich nur, wenn ich das lebe, was ich in dieser Welt vermisse. Ja, also die Zukunft war in meinen jungen Jahren, in den 80er, Anfang der 90er, da hat man von der Zukunft geschwärmt. Ja, und ich denke, die Generation vor uns, also gerade die Generation Erich von Däniken, so die 60er Jahre, die auch mit dieser Technik und Zukunftshoffnung, ja, die waren da noch viel mehr dabei als wir. Bei uns gab es ja immer dann schon diese Umweltbewegung und saurer Regen und ja, diese dystopische Geschichten. Aber das fing damals erst an. Also es gab mal eine Zeit, wo man sich auf die Zukunft gefreut hat, wo man von der Zukunft geträumt hat und gesagt, es wird halt besser. Heute haben wir doch eher so diese dystopische Sicht. Oh, hier geht alles den Bach runter und es löst sich alles auf. In 10 Jahren wird es noch viel schlimmer. Bin ich nicht der Meinung. Ich bin einfach sicher, dass sich jetzt zwar bis 2025 vieles von dem Alten auflösen wird, aber danach werden wir einen Neubeginn erleben. 2026 bis 2032. Also dort auf jeden Fall nochmal wird sich eine neue Welt zeigen. Vielleicht in einer Art, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Hm. So wie das eben auch mit den Kristallschädeln gewesen ist. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwann in den 90er Jahren oder selbst in den 2000ern, dass ich mal selber Hüter eines solchen Kristallschädels bin, dass ich mal damit arbeite und was das alles an Möglichkeiten eröffnet. Jetzt ist es da. Und genau so könnte ich mir vorstellen, wird es auch im Großen passieren, wie es eben im Kleinen geschehen kann. Und dort ist einfach nur mal mein Wunsch, leben wir einfach draußen das vor in der Welt, das, was wir vermissen. Ja? Mhm. Wenn wir eben Höflichkeit und Respekt, dann seien wir doch höflich und freundlich und gehen respektvoll miteinander um. Ja? Der andere muss es ja nicht gleich so machen, aber zumindest wird man ihn dann damit beeindrucken und vielleicht denkt er nochmal über sich selber nach. Also es ist ein langer Weg, es ist kein einfacher Weg, aber von einfach hatte auch nie jemand was gesagt. Das Leben ist eine wunderschöne Reise, ja, aber die führt nicht immer nur auf der strahlenden schönen Seite entlang. Da gibt es auch mal dunkle Seiten und die sind es aber auch wert, dass man durchgeht. Ja. Momentan sind wir gerade in so einer Situation. Ja, beispielhaft, ja, Lost Generation oder Last Generation, wie sich unsere Jugendgruppen heute dann schon benennen letzten Endes. Die sind in der Dystopie und mögen hier vielleicht den Aufruf finden, falls der eine oder andere doch das Video tatsächlich zu Gesicht bekommt. Ich wage es zwar zu zweifeln, aber Wunder geschehen ja jeden Tag. Ja, es ist genau das, den Aufruf wieder in die Zukunft zu blicken und etwas Schönes darin zu sehen. Nicht den Fokus darauf zu legen, was nicht funktioniert, sondern sich damit zu beschäftigen, was funktioniert. Ja, und diese Systeme weiter voranzubringen und da dort in die Tat und in die Handlung zu schreiten, so gut es eben geht, nicht dogmatisch. Und niemand von uns ist in der Lage, die Welt zu retten. Alleine jedenfalls nicht, aber zusammen können wir sehr viel Bemühungen in Bewegung setzen. Und das wird auch geschehen. Das sehe ich letzten Endes ganz genauso wie du. Ganz großartig. Ja, dieser Satz, wenn viele kleine Leute an vielen Orten auf dieser Welt viele kleine gute Taten vollbringen, dann wird sich großartig was verändern. Das ist einfach der Hintergrund. Das glaube ich auch. Ne? Gesetz der Resonanz, ne? Kommt auch zurück. Ist ja letzten Endes auch einfach. Aber wir dürfen es wieder integrieren in unser Leben und uns dessen erstmal bewusst zu werden, für die es vielleicht noch nicht sind. Und dann den Weg der Anwendung finden. Wie setze ich das in meinem eigenen Leben denn um? Und ja, ich bin ja auch so, ne? Es gibt Sendungen oder so, da muss ich mich auch aufregen. Das gehört zu meinem Temperament aber dazu. Ich lasse es einfach geschehen. Aber ich versuche in meinem eigenen Leben ja eher den Frieden. Ich bin ja nicht den ganzen Tag am Toben und im Wahnsinn, sondern mit meinen Gedanken und Emotionen vor allen Dingen ja in den schönen Dingen des Lebens. Und das Leben kann wirklich großartig sein. Aber wir tragen auch die Verantwortung letzten Endes dafür. Da kann kein Schamane, kein Schädel, keine Palmblatt, nichts kann uns von dieser Verantwortung befreien, sondern es sind alles Helferlein, Stütze, die uns zeigen, hey, ist möglich, es geht, schau, du kannst es, ja. Entdecke wieder das Große in dir. Ja. Großartig. Genau, das ist es. Lieber Thomas, dann freue ich mich auf unsere letzte Sendung im Dezember und wir machen gleich den Termin aus. Dann bitte, liebe Freunde, schreibt es mir, wie gesagt, runter. Was haltet ihr davon? Habt ihr Fragen? Könnt ihr schon mal notieren. Natürlich gerne bitte den Daumen hoch und auch ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat. Und bei Telegram, ich schicke euch den Link mit unten drunter. Das findet ihr immer bei Linktree. Da sind alle meine Links mit dabei. Findet ihr den Telegram-Kanal. Da werdet ihr auch die Ankündigung dann spätestens finden, wann wir die Live-Sendung machen. Sie wird dort natürlich auch nochmal angekündigt, ein paar Tage vorher. Da wird es euch im Dezember übrigens den einen
oder anderen Livestream erwarten. Ich habe ein paar Sachen vor für euch zum Jahresende. In diesem Sinne, Thomas, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Wie immer spannend bis zur letzten Minute. Danke dir für die Einladung und ich freue mich jetzt schon auf unseren Livestream. Das wird bestimmt interessant. Das glaube ich aber auch. Danke, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Verbreitet es weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke und bis zum nächsten Mal.